ich bin schon mal wieder zurückgereist nach Meridin. Und wer empfängt mich denn da? Der Mick! Hey, Mate! Okay, I want to run something by you. Is now a good time. Sicher. Er nickt einen Moment lang. Als ich aus dem Spiel war, hatte ich ein paar komische Träume. Ich weiß nicht, was es sonst gewesen sein soll. Sie haben sich echt angefühlt, aber er hebt die Hand, lässt sich wieder fallen. Egal, unterm Strich geht es nur um eins. Was ist der Unterschied zwischen einer guten Person mit bösen Impulsen und einer bösen Person mit guten Impulsen? Gut und böse sind nichtssagende Wertvorstellungen. Selbstkontrolle. Ich weiß zu schätzen, dass du dich um meinen Jungen gekümmert hast. Ich hätte nie gedacht, dass er vor mir geht. Und ich bin immer noch unfassbar sauer, dass du nicht auf ihn gewartet hast. Auf mich gewartet hast. Aber ich respektiere, dass du bereit warst, den Abzug zu ziehen. Du hast ihn nicht leiden lassen. Das weiß ich zu schätzen. Ich muss den Kopf freikriegen. Bis später. Okay. Tschüss. Tschüss, Mick. Tschüss. Oh, jetzt sitzen alle zusammen. Hattest du Albträume in den Angriff auf Angelo? Ich habe gesehen, wie sich Eingeweide eines Mannes auf der Straße ausbreiten wie ein Springseil aus der Hölle. Ich muss einen Kumpel erschießen, als er in die scharfe Ende einer Braunotter geriet und wir zu zweit bei ihm gehelfen. Ach, so weit. Gefahren, die ich nicht einschätzen kann. Die jagen mir in heiter Angst ein. Ja, nun. Tja. Warum sitzt du jetzt quer? Wo rennst du hin? Was ist denn mit diesem Spiel los? Quiz wiederholen? Nein. Kann ich jetzt mit jedem nochmal reden? Get a hands for chat say. Halte deinen Kompass. What's was? Wrong now, Border? Ich weiß nicht, warum ich mit ihm nicht reden kann. Ach, sie war die Ärztin, ne? Weißt du, wo die Billrot-Stränge sind? Die Mills. Warum? Sie lernen mir erst nach Southern. Ich bin in Southern Cross. Nur neugierig. Ah ja. Okay. Okay, tschüss. Gut. So, wir brauchen Samen, Tiermist, Schaufel. Was noch ein Schwänzer. Ja, ich muss auch mal wieder ein bisschen aussortieren hier, ne? Leerer Eimer? Saatpaket ist Samen, oder? Also, wenn das nicht der Mist ist, den ich brauche. Wenn das nicht die Samen sind, die ich brauche, und dann brauche ich noch eine Schaufel. Ich hake das einfach mal ab. So, frag mich mal, wo ich eine Schaufel herkriegen soll hier in dem Katastrophenland. Anna! Okay. Was machst du? Tschüss. Redet über Barbie. Du hast auch keine Schaufel, oder? Oh, er hat eine Schaufel. Super. Super gut. So, damit müsste ich die Aufgabe mit dem Gewächshaus haben. So, ich brauche Seil, Rohrzangen und Sägeblätter jetzt noch. Gerste. Der Donny? Alter, plus 3. Boah, 14 bis 24 Schaden. Erfindung von Nikola Tesla. Behalten wir mal. Alter, bin ich überfüllt. Ich habe 7 Seile? Alles klar. So, Rohrzangen. Das sind Hämmer. Ich habe einfach so viel Scheiße am Start. Improvisierte Säge. Ich weiß nicht, ob das eine Säge... Nee, obwohl, das ist eine Waffe. 7 bis 12. So, und mehr kann ich hier, glaube ich, nicht machen, oder? Okay, wir ruhen uns mal aus. In der Hoffnung, dass die Leute sich alle ein bisschen erholen. Jo, perfekt. Alle wieder fit. Geil. Okay, dann... Was haben wir jetzt gemacht? Was passiert? Ach so, der Tag ist einfach nur angebrochen. Okay, Seelenruhe.
Schwerkraft. Stößt das Ziel 1 Meter. Ich brauche unbedingt hier Initiative. Shit, wo war denn das? War das hier? Beeinflusst Aktionspunkte. Ist das das? Ich glaube ja, oder? Nee, Beweglichkeit. Lebenspunkte. Lebenspunkte, Schaden, Widerstand. Crit. Hier, beeinflusst Aktionspunkte, Initiative. Anzahl der Versuchspunkte, Überzeugungsprüfung. Ich glaube, es ist das. So, Biology. Machen wir mal auch eins hoch. Oh. Versuchspunkte. Was habe ich denn jetzt noch? 4. So, den Rest machen wir wieder zufällig. Da können die Leute selber über ihr Schicksal bestimmen. Also 110. Alter, es geht nicht höher als 100, oder? Der Pyrokinetik 110. Wahnsinn. Okay, wen haben wir denn hier noch auf der Karte? Zu viele Menschen. Muss ich in Meridin noch irgendwas machen? Also. Sprich mit Kai, das können wir machen. Philosophiebücher können wir abgeben. Das könnten wir vielleicht auch versuchen. Das kriegen wir noch nicht hin. Da sind wir dabei. Das können wir machen. In Southern Cross. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir nach Southern Cross. Ja, ich habe eine Idee, was wir machen. Wieder die falsche Taste. Mann, ey. Also, ich brauche auf jeden Fall... Scheiße, DJ war der Typ, ne? Ich hätte gern... So, der ist Fernkampf. Jess hätte ich gern. Ella. Und Matt. So, das sollte jetzt ein halbwegs vernünftiger Kampftrupp sein. Waren wir eigentlich in Ardas schon? Ich bin gerade voll unsicher. So, ich speichere erstmal. Ich habe keinen Bock auf Kämpfen. Ja, ja. So, Thousand Cross. Gucken wir mal mit dem Gewächshaus. Wo ist es? Da ist es. Das müsste ja eigentlich jetzt funktionieren. Und gehst an die Arbeit. Jo, perfekt. Sehr gut. Abgeschlossen. Ich bin ehrlich. Ich überlege, ob ich jetzt Southern Cross dem Erdboden gleich mache. Ja. Alter, wir haben auch schon einiges erledigt. Sehr gut. So, jetzt muss ich nochmal gucken, ob wir diesen Typen finden. Damit wir ihn überzeugen können. Aber der ist hier nicht, ne? Zeig mal, was du drauf hast. Mach's hier an. Er lächelt, meine Mama. Boah, da waren. Ich hoffe, dich wiederzusehen. Fuck, wo ist denn der Alte? Ich muss mit dem Alten reden. Kacke. Ist hier nicht.
Oder ist bei den Gräbern, das weiß ich nicht. Ist jemand bei den Gräbern? Na, der Typ wird da irgendwo sein. Was bist du denn? Mit dir kann ich auch nicht reden. Gama. Shit. Ach, das ist kacke. Das ist doch kacke. Okay, wir machen... Scheiße, habe ich Bücher dabei? Ich glaube ja, ne? Ich glaube, ich habe Bücher dabei, damit ich die beiden Quests da oben abschließen kann. Ohne Kampf. Jawohl, sehr gut. Jawohl! Jawohl! Hallo? Oh, was ist denn hier los? Tschüss. Steht der einfach nur so hier? Hallo mal wieder. Das ist also mit Brands Weltbild überein. Du stimmst. Oh, nicht ganz. Nein, wir gleichen uns an, wo es darauf ankommt. Angefangen mit der Idee, dass das Leben das ist, was man daraus macht. Er geht in einigen Dingen ein gutes Stück weiter als ich. Und wir sind mit einigen seiner Ideen nicht einverstanden. Aber für die Menschen hier scheint es zu funktionieren. Ja, wir kennen uns schon lange, sehr lange. Zum Glück haben wir mehr als genug Gemeinsamkeiten und unsere Meinungsverschiedenheiten kommen uns nicht in die Quere. Boah, hast du deinen Hut gezeigt? Dieses kleine Stück Symbolik ist das Zeichen des Ewigen. Nur ein Kreis und ein paar Punkte auf dem blauen Stoff. Denke ich. Aber es ist wichtig für die Gemeinschaft, also trage ich es. Als Brennan zum ersten Mal damit ankam, hat es mich gestört. Damals begann ich mir Sorgen zu machen, dass er sich für einen neuen Messias halten könnte. Aber soweit ist es zum Glück nicht gekommen. Okay. Ja, ja. Tschüss. Schönen Tag noch. Guten Tag. Okay. Tschüss. So, dann gucken wir mal, ob er eine neue Mission für uns hat. So, hallo. Alter, ich muss nicht schon wieder kämpfen, oder? Muss mich verarschen. Okay, dieses Mal bewachen wir die Hühner. Ich vermute, irgendwas herumschnüffelt. Versuchen an sie heranzukommen. Versau's nicht. Oh. Wahrscheinlich muss ich jetzt gegen irgendwelche Hunde oder so kämpfen. Und? Ich stelle euch alle in der Nähe des Hühnerstalls auf und es vergehen einige Stunden fast völliger Stille. Drop Beers, ein ganzer Haufen von ihnen. Kommt schon. What the fuck? Wen habe ich denn? Alter, die haben einfach 99 HP. Alter, wie viele? What? Scheiße, Alter, das schaffe ich ja nie im Leben. Eieiei, also never ever schaffe ich das. Also außer die sind dumm. Sprinten! Hallo? Du hast aber keine... Ja, jetzt hast du eh keine APs mehr. Alter, 114! Oh mein Gott, mit Crit. Wow, kranke Waffe. Kranke Waffe. Sprinten! Oh mein Gott, werden wir auf den Sack bekommen. Die Viecher sind einfach kacke. Komm ich da ran? Boah, da stehe ich aber voll auf dem... auf dem Ding. Auf dem
Präsentierteller. Ich meine, hier, die können keine Granaten werfen. Das ist der einzige Vorteil. Mit ihren kleinen Flauscherhändchen. Naja, flausche ich. Kurz an. Hä? Wie kann das Vieh mich denn angreifen? Alter, wie viel Schaden die auch machen. Holy shit. Verstümmelt. Warte mal, aber du hast doch eine Fähigkeit. Alter, 47! Fuck you! Alter, seid ihr krank! Also ich bezweifle, dass ich das schaffe. Oh, ich habe keine Munition mehr. Hallo? So, der toucht mich auch mal kurz an. Oh mein Gott, machen die Schaden, Alter. Ganz, ganz mies. Holy shit, Alter. Also ich glaube, er wird nicht angreifen. Doch, er greift nochmal an. Oh, er greift sogar zweimal an. Ziel zu nah. Fuck. Ah, und jetzt habe ich ja keine Munition. Ach so. Ach scheiße, ich habe keine Munition dafür. Ich würde gerne ihn angreifen. Oh Gott. Das könnte wirklich sehr, sehr knapp am Ende ausgehen. Schade, dass sie nur einmal zuhauen kann. Verfehlt, sehr gut. Fuck, Alter. Verfehlt, wunderbar. Irgendein Bruder hat da hier auch die Heilfähigkeit. War es nicht auch du das? Okay, ich muss unbedingt besser werden erst. Ah, die kann ich alle nicht angreifen. Hä? Barbakan. Laufende Fähigkeit aktiv. Nein, ich geh mal weg. What the fuck macht er denn? Laufende Fähigkeit. Ich will keine laufende Fähigkeit. Hä, wieso kann ich denn. Wieso kann ich denn nichts machen mit ihm? Hä?
laufende Fähigkeit aktiviert. Ich kann nichts machen. Okay, das Spiel ist... Ist dumm? Habe ich irgendwas übersehen? Laufende Fähigkeit aktiviert. Ich kann nicht drücken. Okay, ja, es tut mir leid. Ich würde gern weitermachen, aber es geht nicht. Ich versuche willkürlich irgendwelche Tasten zu drücken, in der Hoffnung, dass es... Ja, die geht vielleicht nicht. Dass es weitergeht. Es geht nicht weiter. Okay, ich glaube, das Spiel ist... festgebackt. Tja, ärgerlich. Okay, ich brauche bessere Ausrüstung. Ich brauche ganz dringend bessere Ausrüstung. Also, auch die Patrouille werden wir später machen. Dann werden wir jetzt als einzig Übriges noch das machen. Ist die Uschi aus dem Bücherladen? Ist sie hier unten? Ich weiß es gerade nicht. Also wahrscheinlich... Wir können ja auch mal mit dem... Ist er noch da? Ja, er steht noch da. Vielleicht quatschen wir mit ihm dann nochmal. Ja, die werden wahrscheinlich alle schlafen oder so, ne? Ich meine, ist ja auch schon... 1.38 Uhr am Morgen. Also in der Nacht. Oh, hallo. Mira Kalda. Was sind all diese Bücher? Was ist das? Okay, wir quatschen mal mit dem alten Mann, dem Brandon, oben. Und vielleicht werde ich mich dann doch noch mal kurz hinlegen. Oder vielleicht kann ich auch einfach ein paar Stunden warten. Ich glaube zwar nicht, dass... Wo ist er denn jetzt hin? Er stand doch gerade noch hier. Ah ja, okay. Hallo. Danny. Lange kennt und allgemeiner Meinung ist. Hast du recht. Quest aktiv. Ich weiß eigentlich nicht, kannst du erzählen für eine Geschichte... Keine Ahnung, tschüss. Was habe ich jetzt gerade abgeschlossen? Habe ich irgendwas abgeschlossen? Nee, nee, nee. Das ist alles Quatsch. Sprich mit Brandon über Glauben. Was? Was habe ich da schon gemacht? Wilde Religion. Glauben? Weiter. In Ordnung. Abgeschlossen. Hä? Ich blick da noch nicht so ganz durch. Alter Verwalter. Okay, so, dann rein hier. Ich hoffe, die ist schon da, dass ich ihr die letzten Bücher geben kann. Ja, okay. Hallo? So, ich habe noch... Nee, was die Bücher angeht. Ben, das ist in den Augen gefallen. Kannst du mir noch sagen, welche Bücher ich finden soll? Ich möchte gerne Bücher geben. Ja, Planton, tschüss. Weißt du das alles? Ich will einen Blick beiseite. Also hier. Nichts mit Belletristik. Okay, gut. Dann habe ich anscheinend Bücher dabei, die kein Mensch braucht. Ach, ist doch scheiße. Ach, das ist doch Mist!
Mann, ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Also. Okay, wir könnten das Gerät deaktivieren. Das können wir zum... Komm, wir machen zum Abschluss der Folge jetzt das noch. Wir machen Southern Cross dem Erdboden gleich. Ohne dass ich kämpfen muss, bitte. Ich hab keinen Bock drauf. Weil es bringt mir einfach nichts. Jo. Natürlich. Und wir müssen kämpfen. Okay, doch nicht. Sehr gut. Vor allem vor den Toren von Southern Cross. Wahnsinn. Was ist eigentlich, wenn ich in die Luft schieße? Das erfüllt den Zweck mit Southern Cross, also mit der Mission nicht, aber dann würde Southern Cross vielleicht noch überleben. Weil so lösche ich es aus, ne? So, wenn ich jetzt... Ich drücke mal die 6. Und... Oh, ich könnte auf Siobans Labor stecken. Ach du Scheiße. Was passiert denn dann? Spürst du eine Hitze? Wissen wird böse, wenn das Ziel nicht tugendhaft ist. Plato. Schlanker Mann, ganz in Gelb, nicht unbedingt die Art. Kendra sagt mir, kann man sogar einen Todesschall sabotieren sollte. Ich hätte nicht gedacht, dass das verdammte Ding abfeuert, aber kommt nicht angegriffen. Okay, ist also egal. Eine kleine Schweinerei. Ich glaube kaum, dass irgendwer von Sonic in der nächsten Zeit Lust haben wird, mit dir zu reden, aber das passt schon. Ich werde mit den Projekten zusammen, die der Boss seit Jahren für sie ausgedacht hat. Schmeißt sie wieder raus? Sie nützt im Moment nichts. Okay, also ich glaube, Southern Cross ist nicht ganz so freundlich auf mich zu sprechen. Okay, na gut, immerhin haben wir eine Sache schon mal erledigt. Rette Kolos Eldersight. Ja, also hier kommen wir auf jeden Fall nicht rein. Also irgendeine Folge ist fertig. Dann würde ich behaupten, also wie gesagt, Southern Cross Down. Kyroad, Narimbin. Ich glaube, hier war ich überall schon, ne? Ja, wir können uns ja mal hier unten so ein bisschen umgucken. Vielleicht finden wir noch ein paar neue Orte. Wir müssen auch noch Rohrzange und Sägeblatt finden. Und notfalls müssen wir tatsächlich erstmal ein bisschen plündern. Und Geld verdienen, damit unsere Ausrüstung besser wird. Ja, hier unten wird im Leben nichts sein. Oh doch, Mount Holland. Okay, dann geht's nach Mount Holland. Und wir sehen uns morgen wieder. Auf Wiedersehen.